Wie wäre es mit einem Fass Öl für zu Hause, also 159 Liter? In dieser Woche hättet ihr dafür sogar noch Geld hinterhergeworfen bekommen. Warum das trotzdem keine gute Idee ist und wie die Märkte reagiert haben, darüber spreche ich jetzt mit dem Börsenprofi André Stagge. Und damit herzlich willkommen zu Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Schön, dich zu sehen. In dieser Woche war ja einiges los beim Öl, also minus 300% für WTI, fast minus 40 Dollar. Also das heißt, man hat noch Geld hinterhergeworfen bekommen für ein Fass Öl. Was ist da genau los am Markt? Ja, Manuel, du sprichst hier vom WTI-Mai-Kontrakt, der am Montag tatsächlich ausgelaufen ist und bei minus 37,63 gesettelt wurde. Der Kontrakt hat bei über 55 Dollar angefangen und damit einen Verlust von über 300% produziert. Das gab es noch nie, das WTI gibt es mittlerweile seit 1983, seit meinem Geburtsjahr, und noch nie gab es ein negatives Settlement. Und ich glaube, so schnell werden wir das auch nicht wieder sehen. Was waren die Gründe dafür? Im Wesentlichen fünf Stück. Das eine und das Wichtigste ist sicherlich der Nachfrageschock, den wir gerade global durch das Coronavirus sehen. Normalerweise werden an einem einzigen Tag auf der Erde 100 Millionen Barrel nachgefragt. Momentan geht diese Nachfrage natürlich zurück um 30-40%. Das heißt, hier ist die Nachfragesituation so, dass man eben weniger Öl braucht und dadurch einfach die Preise fallen. Auf der anderen Seite, das Angebot wird künstlich durch die OPEC hochgehalten, aber knapp 9,7 Millionen werden gekauft und nochmal 9,8 Millionen durch den Öltrust in den USA, die ja jetzt die strategischen Lager auffüllen, was aber auch nicht auf Dauer bleibt. Und dadurch ist der Markt schon angeschossen gewesen. Und jetzt kam eben zu dieser Nachfragesituation die Lagerhaltung noch dazu. Man hat extreme Probleme, gerade mit WTI, was du angesprochen hast. Hier haben wir ja über 9000% Produzenten in den USA, die tatsächlich hier in die physische Lagerung rein müssen. Anders als bei der Nordseesorte Brent können wir das nicht auf den Tanker verfrachten, sondern müssen das wirklich lokal von A nach B bewegen. Und deswegen sind die Preise so stark gefallen. Wir haben das Supercontango, wir haben auch den OVX, also den Volatilitätsindex, der am Montag tatsächlich 400% Volatilität gepreist hat. Und diese Situation, die werden wir, glaube ich, nie wieder sehen. Die war einzigartig. Schön, wenn man live dabei war. Schön, wenn man vor allen Dingen auch Geld damit verdient hat. Aber diese Situation zeigt eben, wie stark dieser Schock an den Märkten ist. Und wir haben eben auch den Schock gemerkt, gerade bei vielen Privatanlegern, die ja im USO investiert waren, die eben in dem US-Oil-Fond investiert sind, der mittlerweile bei 2,50 US-Dollar steht, also auch massiv gefallen ist, weil sie gesagt haben, Öl kann ja nur steigen. Das Problem ist, dass sie eben Supercontango nicht verstanden haben und hier für Privatanleger dieser Markt doch etwas schwieriger ist und dadurch eben diese ganze Bewegung sich immer weiter potenziert hat. Und an der Börse wird die Psychologie gehandelt und damit hatte man eben tatsächlich die Möglichkeit, negative Preise beim Ölmarkt zu sehen. Allerdings war das nur kurzfristig. Der neue Kontrakt im Juni ist natürlich wieder positiv. Das Finanzprodukt dahinter sind ja Futures. Kannst du das ganz kurz mal erklären, was das überhaupt ist und ob Privatanleger jetzt lieber mal die Finger davon lassen sollten, weil man sich da eher verbrennen kann gerade? Ja, das hat man ja in diesem US-Ölfonds gesehen. Da haben sich sehr viele die Finger verbrannt, weil sie eben nicht den Unterschied zwischen dem Spotmarkt, also wie eben physisch Öl tatsächlich am Markt gehandelt wird, und dem Future-Kontrakt, der eben eine zukünftige Andienung garantiert, verstanden haben. Man muss wissen, 99% der tatsächlichen Future-Kontrakte, der sogenannten Open Interest, werden nicht delivered. Die werden also nie zur Ausführung gebracht. Das heißt, da wird nie Öl von A nach B gebracht, sondern da geht es einfach um den Finanzausgleich, dass eben einer kauft und einer verkauft und man hier ein sogenanntes Cash Settlement macht. Und da ist man eben von diesen Terminkurven abhängig, die normalerweise jetzt nicht so stark ins Gewicht fallen. Man spricht ja von Contango und Backwardation. Momentan aber durch diese Lagerhaltung, über die wir gesprochen haben, und durch diese Sondersituation, durch das Coronavirus extrem wichtig und auch extrem verzerrt sind. Weil stell dir vor, ich drohe dir jetzt an, dein Öl zu liefern und du willst es gar nicht, weil du musst am Ende die Lagerung bezahlen und noch viel wichtiger auch das Delivery. Also du musst die Lieferung bezahlen. Und durch Corona sind auch die Frachtraten extrem teuer geworden. Und dadurch ist es eben auch schwer, dieses Produkt von A nach B nach diesem Future-Vertrag entsprechend zu erfüllen. Und viele haben sich da eben verzockt, weil sie einfach nicht schnell genug in den nächsten Kontrakt reingewechselt haben. Und gerade Privatanleger haben das eben nicht verstanden, dass man hier nicht den Ölmarkt physisch im Spot handelt, also Güter tauscht, A gegen B, sondern immer auf eine Terminsache setzt und damit eben auch die Gesetze des Terminmarktes unbedingt verstehen sollte. Ja, und deswegen haben die Verkäufer ja praktisch auch noch Geld dafür gezahlt, dass das Öl abgenommen wird, weil man das eben nicht zu Hause mal eben sich ins Wohnzimmer stellen möchte, ein paar Fässer.
Das ist ja nichts, was man dann haben möchte. Aber kann man vielleicht jetzt davon ausgehen, dass an der Tankstelle das Benzin auch ein bisschen günstiger wird? Das Ja, wäre es ja gut. gab Gerüchte, dass diese 9000 Produzenten in den USA teilweise das Öl schon in die Wüste zurückgekippt haben, weil wenn es einmal da ist, kriegst du es ja nur schwer wieder weg. Was heißt das für den Benzinpreis? Ich habe tatsächlich gestern für 1,10 € getankt. Super, habe mich sehr gefreut. Wird bald der Benzinpreis auch unter 1 Euro oder auf 0 fallen und wir an der Tankstelle vielleicht noch irgendwie eine Cola umsonst bekommen? Das sicher nicht. Allein in Deutschland zahlst du 79 Cent pro Liter nur an Steuern. Und man muss eben auch verstehen, dass Öl natürlich nicht direkt in den Tank wandert, sondern Öl muss raffineriert werden. Dazu muss es eben von A nach B in die Raffinerie bewegt werden und dann nochmal nach C zur Tankstelle. Und viele Tankstellen haben momentan natürlich auch extreme Probleme, weil es eben weniger Verkehr gibt. Normal haben die Tankstellen auf das Öl gar keine Marge. Mittlerweile haben sie ein bisschen was, weil eben das Nebengeschäft, wo sie eigentlich das Geld verdienen, mit dem normalen Storehandel, also wenn sie im angeschlossenen Rewe noch ein Eis und eine Cola verkaufen, das funktioniert gerade auch eher schlecht. Und deswegen wird der Ölpreis wahrscheinlich, pardon, der Benzinpreis wahrscheinlich nicht unter 1 Euro nachhaltig fallen, ganz egal, wo der Ölpreis in Deutschland ist. Also ich hätte nichts dagegen, wenn ich pro Liter vielleicht noch einen Snickers dazu bekomme. Aber Öl und Rohstoffe generell sind ja auch wichtige Indikatoren für die ganze Wirtschaft. Können wir jetzt davon ausgehen, dass die Weltwirtschaft auch noch stärker runtergeht, weil das schon so Indikatoren waren? Ich glaube schon, man spricht ja häufig davon, dass das schwarze Gold das Schmiermittel der Wirtschaft ist. Und da haben wir natürlich über diesen Einbruch an den Termitmärkten ein ganz klares Signal auch von der Börse gesehen, wie panisch man hier auch verkauft hat. Ganz anders als in den Jahren 73 oder 79 und 80, wo der Ölpreisschock nach oben ging und da die Wirtschaft ja auch nach unten mitgezogen hat, ist es hier eben einfach dieser Nachfrageschock, der sich zeigt. Und wenn ich mir jetzt die zweite Instanz der Rohstoffe angucke, was denn die Industriemetalle sind, weil Öl wird eben sehr schnell im Transport weniger nachgefragt, aber auch die Industriemetalle, die dann in der zweiten Stufe weniger nachgefragt werden, zeigen genau das Gleiche. Also wenn ich mir Aluminium angucke, wenn ich mir Kupfer angucke, auch diese Preise haben schon deutlich reagiert. Und aus der Intermarket-Analyse heraus haben diese ganzen Rohstoffpreise einen gewissen Vorlauf. Und das sagt mir eben, dass hier das konjunkturelle Bild zumindest deutlich schlechter ist als das, was die Aktienmärkte vielleicht einpreisen, wo wir auch ein Stück weit eine Erholung schon gesehen haben. Auf die Aktienmärkte gucken wir gleich nochmal genauer. Jetzt schauen wir aber erstmal auf den Veranstaltungshinweis. Und wer jetzt sein Trading-Wissen vertiefen will, der kann an den kostenlosen Webinaren teilnehmen. Das kann man auch gut von der Couch zu Hause machen. Und das nächste Webinar der Trading House Börsenakademie gibst du auch, André, am 5. Mai. Chancen in der Krise heißt es. Was können Trader und Anleger zu Hause mitnehmen? Ja, wir nehmen uns 60 Minuten Zeit, wirklich die Märkte mal sehr detailliert zu besprechen, auch mit verschiedenen Charts, nicht nur zu Öl, sondern auch zu Aktien- und Anleihenmärkten. Jeder, der dabei ist, kann auch Fragen stellen und es geht darum, eben das gesamte wirtschaftliche Bild besser zu verstehen, so wie ich als Fondsmanager jahrelang gelernt habe und natürlich daraus auch konkrete Trading- und Investmentideen abzuleiten. Also 5. Mai mit André Stagge, Chancen in der Krise und am 17. Juni gibt es das Trendfolgesystem Bluestar. Mehr Informationen findet ihr auch auf trading-haus.de. Ja, und der Ölschock, über den wir gerade gesprochen haben, der hat sich natürlich auch auf die Märkte ausgewirkt. Der DAX hat ein bisschen nervös reagiert, aber er hält sich über 10.000 Punkten. Ja, wir stehen da noch ganz wacker und sind vom Tief ja fast 20% gestiegen, haben uns da also schon deutlich bewegt. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass hier in den nächsten Wochen und Monaten dieser Schock, den wir kurzfristig am Terminmarkt bei Öl gesehen haben, auch langfristig auf die Aktien sich noch auswirken kann. Jetzt habe ich einige Experten gehört, die sagen, es ist eine Erholung momentan, aber eine Erholung in einem intakten Abwärtstrend. Also gehen die Pfeile eher nach unten? Ja, so sieht es aus, zumindest von der technischen Situation. Wir haben ja fast 40% im DAX vom All-Time-High verloren. Das in kürzester Zeit. Der Crash ging schneller als 87 und auch als 1929. Und in der technischen Analyse folgt man dem Momentum. Wir haben da jetzt ein sogenanntes 50% Retracement, haben also 50% von der Abwärtsbewegung korrigiert. Und damit sind wir eben in einem intakten Abwärtstrend in der Korrektur. Und es sieht so aus, zumindest von der technischen Situation, als wenn wir hier nochmal eine zweite Welle nach unten im Sommer bekommen können. Ist das denn jetzt alles eine Einstiegszeit? Und wenn ja, wie sollte man in den Markt gehen?
Ja, das muss jeder Investor und Trader für sich entscheiden. Bei mir ist es ganz klar nein. Ich denke, dass gerade im Sommer, wo wir auch den Halloween-Effekt haben, Sell in May und Go Away, eine schwache Saisonalität mit dieser fundamentalen Situation, über die wir gesprochen haben, mit dem Sentiment, wo viele Privatanleger jetzt auch schon wieder in die Aktien reingegangen sind und auch mit der Intermarket-Analyse eher eine Gelegenheit ist, um zu verkaufen. Natürlich übers Trading House kann man sehr gut einfach auch handeln. Es gibt die Möglichkeit, auf Long und auf Short zu setzen. Und wen das Thema interessiert, der kann sich da auch beim Trading House nochmal informieren. Und sonst gibt es auch eben insgesamt sehr viele Möglichkeiten, um von den Märkten zu profitieren. Aber wie im Öl auch, man sollte sich eben gut auskennen, was man macht. Und deswegen ist uns finanzielle Bildung so wichtig. Und deswegen bieten wir auch die Webinare hier an. Ganz genau. Und ich schaue jetzt mal auf die Long- bzw. Short-Chancen, die wir haben, nämlich bei den Empfehlungen der Trading House Börsenakademie. Wir schauen zuerst auf das Währungspaar Euro-US-Dollar. Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar seit Jahren in einem Abwärtstrend. Zuletzt gab es deutliche Volatilität und daran ist natürlich auch die Corona-Krise schuld. Seit Mitte März läuft das Währungspaar in einem symmetrischen Dreieck grob seitwärts. Die Gefahr eines bevorstehenden Durchbruchs unter die untere Begrenzungslinie nimmt merklich zu. Unterhalb eines Kursniveaus von 1,0811 US-Dollar wird ein Bruch sehr wahrscheinlich und damit weitere Abschläge in Richtung 1,0768 Dollar. Noch wurde das Verkaufssignal allerdings nicht aktiviert. Bis dahin könnte der Euro kurzfristig in dem Bereich von 1,0900 US-Dollar aufwerten. Höhere Notierungen als der 50-Tage-Durchschnitt, verlaufend bei derzeit 1,0956 Dollar, können hingegen nicht abgeleitet werden. Hart trifft die Krise auch die Autobauer. Vielerorts stehen ja die Fabriken still und das trifft auch Volkswagen. Die jüngsten Absatzzahlen zeigen einen Rückgang von etwa 50% in Europa und das wird auch in anderen Standorten so sein. Die noch intakte Erholungsbewegung seit Mitte März könnte ein rasches Ende finden, weshalb nun wieder die Überlegung eines Short-Investments in den Fokus rückt. Aus technischer Sicht hat das Wertpapier von Volkswagen bereits in der abgelaufenen Woche sein Erholungsziel bei rund 135 Euro erreicht und dreht an dieser Hürde langsam zur Unterseite wieder ab. Dieses Verhalten passt soweit zu einem neuerlichen Verkaufsprozess und könnte jetzt Abgaben zurück auf 115 Euro bereithalten. Weiter sollte man sich derzeit nicht aus dem Fenster lehnen. Für eine echte Überraschung würde hingegen ein unerwarteter Anstieg von Volkswagen über das Niveau von 138 Euro sorgen, sagen die Analysten der Trading House Börsenakademie. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, kommentiert, postet und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.